Wenn 99% der Christen der Liebe Gottes hinterherlaufen, so lasst uns trotzdem weiter der Heiligkeit Gottes hinterherlaufen. Während die Liebe Gottes scheinbar kompatibel ist mit Sünden, mit Eigen- und Weltliebe, ist es die Heiligkeit Gottes nicht. Die Liebe Gottes muss auf Menschen fallen, die die Erkenntnis von Gottes Heiligkeit und Reinheit haben. Nur dann können sie ihr Geschenk nach Apostelgeschichte 2,38 ergreifen, dem ein heiliger Lebenswandel durch die Nachfolge Jesu folgt. Und wenn wir in der Mitte der Straße laufen wollen, dann müssen wir eine Offenbarung von der Liebe des Vaters und der Heiligkeit Gottes haben. Wir müssen alles wissen. Besonders wissen, was Johannes 3,16 wirklich sagt. Es sagt in den Versen vorher, und da ging es um Mose und die Israeliten in der Wüste. Sie lebten in der Wüste und sie waren am rummeckern: Gott, warum nimmst du uns aus Ägypten? Wir haben Hunger, wir haben Durst. Und sie beschwerten sich die ganze Zeit. Und Gott hat sie nicht angeguckt und gesagt: Oh, ich liebe euch. Nein, er guckte sie an und es hat ihn echt genervt und er war zornig über all ihr Murren in der Wüste. Sie waren ein rebellisches Volk und er war zornig. Und darum sandte Gott Schlangen. Und Schlangen kamen und bissen die Israeliten und viele sind gestorben. Und als viele starben, sahen sie, dass sie gesündet haben. Und dann haben sie sich Mose zugewendet und gesagt: Wir haben gesündigt. Und Mose betete zu Gott und Gott sagte: Ich werde die Schlangen nicht wegnehmen, aber nimm eine Schlange, tu sie auf einen Stab, und wenn sie gebissen wurden von der Schlange, dann sollten sie diese Schlange angucken und dann werden sie nicht sterben. Also Mose hat das gemacht, er nahm die Schlange auf diesen Stab und wenn sie gebissen wurden dann, die Israeliten, dann starben sie nicht. Genau so wie da, wo Gott das so gemacht hat. Und genauso wie Gott die Israeliten liebte, liebte er die ganze Welt, dass alle, die Jesus anschauen, ewiges Leben kriegen. Aber es war nicht einfach so, Gott war verrückt nach den Menschen. Also so wie ich liebe Dänemark. Ich bin Däne, lebe in Dänemark und liebe es. Aber wenn ich Dänemark liebe, werde ich nicht verrückt sein und alles lieben, was die Menschen tun in Dänemark. Denn es gibt Leute in Dänemark, die machen wirklich böse Sachen. Und die müssen wirklich ins Gefängnis gehen dafür, weil sie böse sind. Die tun wirklich gemeine Sachen. Und ich sehe das und ich bin nicht so heilig wie Gott. Also wenn ein heiliger Gott die Welt anguckt, dann sagt er nicht: Ah, ich liebe alles, was die Menschen machen. Nein. Der Zorn Gottes ist auf den Menschen. Und wir müssen das richtig verstehen. Wir gehen also, was wir machen, wir gehen raus mit Johannes 3,16: Ah, Gott liebt dich so sehr. Dann werden sie es falsch verstehen. Die Liebe Gottes ist heilig. Wenn du die Liebe Gottes nicht verstehst durch den Heiligen Geist, dann wirst du sie falsch verstehen. Gott ist rein und heilig. Die Bibel sagt, denn die Liebe Gottes wurde ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist. Also wie ist die Liebe Gottes ausgegossen? Durch den Heiligen Geist. Du kannst nicht die wahre Liebe Gottes verstehen, wenn du nicht auch den Heiligen Geist hast. Warum? Liebe ist heilig, rein. Die Liebe ist wie eine Perle. Und was sagt Jesus über Perlen? In Matthäus 7, Vers 6,
steht, man soll nicht die Perlen vor die Säue werfen. Und er sagt, gebt nicht das Heilige zu den Schweinen. Warum? Sonst wird es zertreten werden und sie werden euch in Stücke reißen. Und das ist sehr wichtig, was Jesus hier sagt. Nimm nicht das Heilige und wirf es vor die Schweine. Nimm nicht die Liebe Gottes, die so wertvoll ist wie eine Perle, und schmeiß es vor die Hunde oder die Schweine. Denn sie werden es nicht verstehen. Sie werden darauf rumtreten. Und dann werden sie sich umwenden und in Stücke reißen. Wir in der Gemeinde heute haben etwas völlig Falsches getan. Wir haben das sehr lange getan. Und darum hat die Welt sich gegen uns gewandt. Was haben wir falsch gemacht? Wir haben gepredigt, die Liebe Gottes einer sterbenden, sündigen Welt, die einer Welt, die die Heiligkeit Gottes nicht kennt. Und wir haben die Liebe Gottes anstelle der Heiligkeit Gottes gepredigt. Wenn du in der Apostelgeschichte liest und siehst, wie die ersten Apostel gepredigt haben, dann wirst du niemals finden, dass sie gepredigt haben, Gott liebt dich. Sie predigten nicht die Liebe Gottes zu den Ungläubigen. Sie predigten die Heiligkeit Gottes. Sie werden niemals sagen, oh, du bist so toll, Gott liebt dich. Dann fürchten nämlich die Leute Gott nicht. Und dann sehen sie nicht, dass sie Buße tun müssen. Und weil sie das nicht sehen und die Heiligkeit Gottes nicht erkennen, werden sie die Liebe Gottes nicht verstehen. Also wie haben die ersten Jünger gepredigt? Sie haben die Heiligkeit Gottes gepredigt. Jesus starb, er ist gekreuzigt und auferstanden. Er ist der Richter. Er wird die Welt richten. Wir müssen Buße tun für unsere Sünde. Buße tun und uns taufen lassen auf den Namen Jesu Christi. Und dann empfangen wir den Heiligen Geist und ewiges Leben. Sie predigten Jesus, sie predigten die Gerechtigkeit Gottes, die Heiligkeit Gottes. Und die Menschen verstanden das. Das haben sie gepredigt. Du findest in der Bibel niemals, dass sie nur über die Liebe Gottes gepredigt haben, so wie wir es heute tun. Die Liebe, über die wir hier reden, ist im Johannesevangelium und auch im Matthäusevangelium. Das ist geschrieben an Gläubige. Lukas und Markus sind für Ungläubige geschrieben. Und wir machen einen großen Fehler, wenn wir das Johannesevangelium nehmen und es, genauso wie das Matthäusevangelium, den Ungläubigen predigen. Denn dann werden sie es nicht verstehen. Denn es ist wie, wir geben das Heilige den Schweinen. Da sind Stellen über Liebe in Johannes und Matthäus, die du in Markus und Lukas nicht findest. Denn die Bibel macht es sehr klar, dass die Liebe Gottes für uns ist, die wir glauben. Die Bibel sagt hier, wir aber haben nicht empfangen den Geist der Welt, sondern den Geist aus Gott, dass wir wissen können, was uns von Gott geschenkt ist. Wir haben den Geist Gottes erhalten, sodass wir durch den Geist wissen können, was wir von Gott erhalten haben. Durch den Geist können wir es wissen. Und weil wir Söhne und Töchter sind von Gott, hat Gott seinen Geist seines Sohnes in unsere Herzen gesandt. Der ruft aber Vater. Wer ruft aber Vater? Der Heilige Geist in uns. Du kannst die Liebe Gottes nicht erkennen,
wenn du nicht den Heiligen Geist in dir hast. Der ruft, aber Vater. Aber weil wir immer nur Liebe gepredigt haben, anstatt Gott ist heilig und Gott ist gerecht, damit haben wir sozusagen ein falsches Evangelium gepredigt und die Leute haben es falsch verstanden. Es ist wie Perlen vor die Säue werfen. Und dann nehmen sie das und verwenden es uns gegen uns. Wenn ich über die Heiligkeit Gottes predige und zu Leuten rede, die in der Gemeinde sind und die Liebe Gottes falsch verstanden haben, dann sagen sie, aber Gott ist Liebe. Es gibt viele Leute in der Gemeinde heute, die heiraten und scheiden und heiraten und scheiden. Und wenn ich mit ihnen darüber rede, dann sagen sie, aber Gott ist Liebe. Aber Gott ist Liebe. Und die gebrauchen das gegen die Heiligkeit Gottes. Und das ist wirklich falsch. Die Leute gehen miteinander ins Bett, bevor sie verheiratet sind. Ja, es ist Liebe. Und das triffst du in der Kirche. Draußen in der Kirche ist, außerhalb der Kirche ist das normal, aber es sollte in der Kirche nicht normal sein. Ich war also auf Fernsehprogrammen schon am Redigen und da waren Jude und ein Moslem und ich und wir sprachen über Homosexualität. Und es ist immer so, ah, Gott ist Liebe, Gott ist Liebe. Wie kannst du sagen, Gott ist Liebe? Und das ist, was die Leute glauben, die homosexuell sind. Ja, aber Gott ist Liebe, das sagen sie. Mein Freund David Pawson in England, ich liebe wirklich seine Predigten. Er hat ein Buch geschrieben über die Hölle. Und er war auch in vielen Interviews. Und es hat ihn irgendwann so genervt, dass die Journalisten immer gesagt haben, aber Gott ist Liebe. Wie kann ein liebender Gott Menschen in die Hölle schicken, fragen die Journalisten. Es ist immer das. Sie fangen nie an und sagen, wie kann ein gerechter Gott Leute in die Hölle senden? Oder wie kann ein heiliger Gott Leute in die Hölle senden? Sie fangen immer an, wie kann ein liebender Gott Menschen in die Hölle schicken? Und der David wurde so müde über dieser Frage, dass er gesagt hat, wer hat dir gesagt, dass Gott Liebe ist? Aber Gott ist Liebe. Und er sagte, ja, es ist er. Aber, und dann erklärte er, was die Liebe Gottes ist und was die Gerechtigkeit und Heiligkeit Gottes ist. Und das ist so wichtig. Und das ist das Problem in der Kirche heute. Wir haben eine Gemeinde, die Gott nicht fürchtet. Die Gott einfach nicht fürchtet. Weil wir nicht die Gerechtigkeit und die Heiligkeit Gottes predigen. Guck dir Matthäus 5, 6, 7 an. Die Bergpredigt. Worum geht es dort? Er predigt nicht die ganze Zeit Liebe, Liebe, Liebe. Er predigt die Heiligkeit und die Liebe Gottes. Aber wir haben das falsch verstanden. Das ist ein zu falscher Fokus auf der Liebe Gottes in der Gemeinde. Und dann gehen wir raus und predigen die Liebe Gottes, aber nicht die Furcht Gottes. Und die Leute fürchten Gott nicht mehr. Und deswegen sehen sie nicht, dass sie Buße tun müssen. Warum? Weil Gott ist Liebe. Ich habe das vor vielen Jahren auch gedacht. Bevor ich gerettet wurde, wusste ich, wenn Gott für mich ist, ja, Gott ist für mich. Ja, so ist Gott für alle. Gott liebt alle. Also Gott ist für mich. Ich habe aber deswegen nicht erkannt, dass ich Buße tun musste. Und so denkt die Welt auch. Warum? Weil wir das Heiligste Gottes genommen haben und wie Perlen vor die Säue geworfen haben. Und jetzt treten sie darauf herum und wenden sich gegen uns. Also müssen wir verstehen, dass die Liebe Gottes etwas ist, was du nur durch den Heiligen Geist verstehen kannst. Und darum haben so viele Gemeinden heute,
Viele Gemeinden fangen an mit der Gerechtigkeit Gottes, aber sie predigen nicht das volle Evangelium mit Buße, neuem Leben, Heiligem Geist. Und weil sie das nicht erfahren, können sie die Liebe Gottes nicht erfahren. Manchmal siehst du Leute in Amerika, die mit Plakaten dastehen, wo drauf steht: Gott hasst dich, Gott ist gegen dich. Einige von diesen Dingen sind biblisch und sie fangen dort an, aber sie verstehen nicht, dass es das Königreich Gottes ist, welches wir predigen müssen. Es ist das neue Leben, der Heilige Geist. Und da erfahren wir die Liebe Gottes. Und wenn du die Liebe Gottes hast, kannst du das richtige Evangelium predigen. Nicht so, wie viele das heute tun. Du gehst in die Hölle, Gott hasst dich. Nein, du kannst die Gerechtigkeit Gottes predigen auf eine Art, dass die Leute sie verstehen. Sie werden verstehen, sie sind unter dem Zorn Gottes. Wenn sie nicht Buße tun und unter die Liebe Gottes kommen, dann sind sie verloren. Aber gleichzeitig werden sie uns eine Umarmung geben, denn es geht um unser Herz. Und deswegen durften die ersten Christen nicht predigen, ohne dass sie den Heiligen Geist hatten. Denn du musst die Liebe Gottes in deinem Herzen haben, um in der Lage sein zu können, das Wort Gottes radikal zu predigen. Aber das brauchen wir. Und jetzt leben wir in einer Zeit, wo besonders die Liebe Gottes im Fokus ist. Und die Bibel sagt hier in Matthäus 24, 25, dass viele falsche Propheten aufstehen werden und viele verführen werden. Und weil die Gesetzlosigkeit überhand nehmen wird, wird die Liebe in vielen erkalten. Aber dem, der bis zum Ende ausharrt, wird gerettet werden. Und das hier geht um die Kirchen heute. Es geht nicht um Leute, die in der Welt draußen sind, sondern um uns, die wir in der Kirche sind, in der Gemeinde. Also viele falsche Propheten werden am Ende der Zeiten aufstehen. Und dann lesen wir, weil Gesetzlosigkeit überhand nehmen wird. Was ist Gesetzlosigkeit? Das ist sowas Ähnliches wie diese Erlaubnis zu sündigen. Lawlessness bedeutet, ohne das Gesetz zu leben. Ja, wir sind nicht mehr unter dem Gesetz Mose, aber unter dem Gesetz von Christus. Und er hat den Standard höher gesetzt, die Latte höher gesetzt. Also das Gesetz Mose hat gesagt, wenn du geschieden wirst, dann kannst du einfach eine Scheidungsurkunde ausfüllen. Und Jesus hat gesagt, und der ist wirklich radikal, du musst nur eine andere anschauen und hast schon die Ehe gebrochen. Also Jesus hat etwas verändert, aber den Standard nicht niedriger gemacht, sondern höher gemacht. Und er konnte das tun, weil wir jetzt den Heiligen Geist haben. Aber am Ende der Zeit, in der Endzeit, werden falsche Propheten in den Gemeinden aufstehen und wegen ihrer Lehre wird die Gesetzlosigkeit überhand nehmen, die sozusagen die Erlaubnis zu sündigen. Es ist nicht Gesetzlichkeit, die überhand nehmen wird, sondern Gesetzlosigkeit. Natürlich gibt es immer Leute, die gesetzlich leben, aber heute haben wir so viel Angst davor, gesetzlich zu leben, dass wir lieber hier draußen in Sünde leben. Ein Leben mit der Erlaubnis zu sündigen. Und in der Endzeit werden die Leute ein falsches Evangelium predigen. Sie werden nicht die Gerechtigkeit Gottes predigen, sondern sie werden die Liebe Gottes predigen. Liebe, Liebe, Liebe. Und das sind die falschen Propheten. Die predigen nur die Liebe Gottes auf eine falsche Art und Weise. Und das bringt Leute hervor, die in Gesetzlosigkeit leben und in Sünde leben, weil sie keine Furcht Gottes mehr haben. Denn wenn du Gott fürchtest, dann lebst du nicht in Sünde. Also wegen dieser falschen Propheten, und das sehen wir heute überall, im christlichen Fernsehen, in christlichen Büchern, immer nur Liebe, Liebe, Liebe. Darum sehen wir in den Gemeinden heute keine Furcht Gottes. Es ist Gesetzlosigkeit, die übernommen hat. Und das tun die Gemeinden auch. The lawlessness in the church is also going to abound.
Darum wird die Liebe von vielen kalt werden, erkalten.